So, hey, wo ist der an... Wieso ist... Wo ist der andere Ritter und wo ist... Ach, die schlafen wohl jetzt schon. Wie ist die Lage? Verdammte, wenn ich... Okay, schade. Nichts. Und die anderen schlafen schon, also lassen wir die wohl mal in Ruhe. Keine Ahnung, wo die hin sind. Vielleicht sind sie auch tot. Sind doch nicht so unsterblich. Sind auch abgekratzt aus Trauer um... Was? Hey, warum liegt da schon wieder eine? Der war vorhin nicht da. Warum liegen da jetzt zwei? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Wo kommen die denn her? Die liegen ja einfach ganz plötzlich. Wie viel Uhr? 21.15 Uhr. Ja, wieso sind die weg? Verstehe ich gar nicht. Na gut, ist mir egal. Sind sie halt schon im Bett. Dass die überhaupt ihren Posten verlassen dürfen, wusste ich gar nicht. Gut, von dem Dings wusste ich's. Mir fallen die Paladin-Namen nicht mehr ein. Von dem einen Berater Auric heißt er, genau. Und Parsival ist der, der tot ist. Genau. So, und jetzt schaue ich mal schnell, ob es hier noch einen Stärkemeister-Lehrer gibt. Garn, Tiere, Talbin, Tiere, Ferros. Na, Ferros ist tot. Doof. gibt es hier noch irgendwie anders Lehrer? Nee, Lehrer der Außenwelt. Erol. Erol kannst du mir zeigen, aber Erol ist nicht im Minental, Mann. Nee, ich muss wohl meine Lernpunkte erstmal aufsparen und meine Stärkepunkte erst später kriegen. So, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Wir haben hier schon ein paar Orks gemeuchelt, aber jetzt geht's erst richtig los und ich glaube, das wird echt ewig dauern. Weil erstens kann ich nicht alle auf einmal angreifen. Ihr seht ja, dass ich da keine Chance hätte, zumindest wenn Elite-Krieger und oder Schamanen dabei sind. Bei den anderen geht's ja. Okay, da kommen die schon. 2. Oh, das ist jetzt doof. Ihr wisst ja, ich mag 2 Ork-Elite auf einmal nicht. Da komm, den krieg ich platt. Komm schon. Ja, jetzt bist du dran. Stirb doch einfach, hör auf mich zu schlagen. Schlag doch zu. Schlag doch zurück, parier doch. Und so weiter. Okay, ich krieg 12 Lernpunkte pro Level ab. Wieso haben die alle nichts zu holen? Scheiß Ork-Krieger, ey. Ich krieg 12 Punkte, nicht Lernpunkte, Lebenspunkte pro Level ab. Und das heißt, ich habe jetzt beim nächsten Level ab 804. Ich habe dann über 800, wenn ich noch ein Level abkrieg. Und ich hoffe doch sehr, dass ich noch mindestens eins kriege. Ich hätte mich vielleicht erst heilen sollen und dann speichern, ich Trottel. Mann. Hauen wir jetzt einfach mal solche. Ach komm, ey, ich habe keine Zeit für die 50er. Die brauchen so ewig, wie gesagt. Ja, gleich 70er reinhauen. Die 50er nehme ich dann ganz am Schluss, wenn ich sonst nichts mehr habe. So, jetzt speichern wir nochmal zweimal. Und dann geht's weiter. Und eigentlich habe ich gar nicht so viel Platz aufzunehmen, aber das werden jetzt wahrscheinlich 6 volle Parts mit Ork-Gemetze. Das kann ja ewig gehen. Also hier ist irgendwie nichts mehr. Außer der Varkio. Und da drüben sind Ork-Schamanen. Am besten ich lauf gleich. Ach scheiße, da sind Ork-Krieger. Vielleicht kann... Ork-Elite-Krieger. Vielleicht kann ich irgendwie die Gegner anlocken und wenn die Schamanen dann ihr Schwert ziehen. Ich meine ihr Feuer, ihren Feuerball zücken. Laufe ich einmal weit genug weg, dass die den wieder wegstecken, so wie vorhin. Ja, das müsste klappen. Ja, erstmal du, wie immer. Die Ork-Elite sind eigentlich die einzigen, die mir hier noch irgendwie Schaden machen. Und eben die Schamanen mit ihrem Drecksfeuer. Gegen Feuer bin ich ja auch nicht gerade gefeit. Wie viel zieht so ein orkisches Kriegsschwert eigentlich? Das ist ja richtig mächtig, das Ding. Nee, ist es nicht. Ach hier, 100. Na toll, dafür habe ich nicht mal genug Stärkepunkte. Die ziehen auf jeden Fall mehr als ein Echsenschwert. Und ich weiß nicht, wie viel Stärke die Ork-Elite-Krieger haben. Und wie viel die Echsenmenschen haben. So, heilen brauche ich mich jetzt, glaube ich, nicht. So nötig brauche ich... Also, so nötig habe ich es nicht, genau. Also da ist auf jeden Fall nochmal ein Schamane, der hier gleich mal auf Aggro schält. Und der andere wird mich auch gleich angreifen. Ich werde ihm jetzt erstmal seine Magie wegnehmen, indem ich zu nah rangehe. Und dann gehe ich zu einem anderen. Aua. So. Und jetzt nix sie weg hier. Der andere Ork-Schamane ist weggerannt. So, und das... Ah, fuck. Das war's mit dir, du Mistvieh. Und jetzt kommt noch der. Einfach ein bisschen seitwärts laufen, dann schießt er immer vorbei. Oh, fuck. Außer wenn ich zu nah dran bin. Weil die Ork-Schamanen sind ja, sobald man ihnen einmal ihr... Was macht der denn? Sobald man ihnen einmal ihr Feuer abgenommen hat, ziemlich einfach zu besiegen. So, jetzt hier, Varg. Schön alles ausnehmen. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Ich hab doch eh genug Gold.
Das ist eigentlich gar nicht nötig. Aber okay. Kannst du nicht einfach hier liegen lassen. Da ist nichts zu holen. Sprung. Ach. Und ich sollte mich doch nochmal heilen, weil hier vorne sind wirklich einiges an Gegnern. Ich sehe hier mindestens... Scheiße, ich sehe einen Schaman und mindestens drei Ork-Elite-Krieger. Das ist jetzt scheiße. Ich frage mich gerade, ob ich noch Feuerregen habe. Ach, ich nehme immer die falschen Tränke zuerst. Weil Feuerregen wäre gegen so eine Armee doch recht nützlich. Also seht euch mal, wie viele... Seht euch mal an, wie viele es sind. Ich kann irgendwie nicht reden. Das ist ja super. Das ist eine perfekte Qualifikation hier. Um zu Let's Playen. Okay, Feuerregen, wo bist du? Wie viele habe ich denn noch? Wenn ich mehr als genug habe, kann ich einen verschwenden. Und ich weiß gar nicht, wo ich die alle finde. Ein kleiner Feuersturm. Ich könnte einen großen... Ach, das ist ein großer Feuerball. Ja gut, der meldet wahrscheinlich ein Viech auf einmal, aber Feuersturm ist sinnvoller. Ein großer Feuersturm, mindestens 50. Kann ihn ja mal aus Spaß ausprobieren. Muss ich aber nicht. Nee, ich habe gar keinen Feuerregen mehr. Was soll das? Scheiße. Ach nee, echt. Ich probiere ihn mal aus. Am besten auf den Ork-Schamane. Kurz mal alles Mana verbrauchen. Was macht der da? Wann schießt du? Geht es noch lange? Soll ich einen Popcorn holen oder so? Hallo? Soll ich irgendwann aufhören aufzuladen oder was macht denn der? Ach, scheiße, schieß einfach. Toll, sehr sinnvoll, das hat sich ja echt gelohnt. Das war jetzt echt nützlich, das Ding. Nicht. Scheiße, wie soll ich die denn alle auf einmal platt kriegen? Ich weiß es nicht. Aber den Ork-Schamane kann ich ja erstmal loswerden. Bei den Ork-Elites hier habe ich ein Problem. Ork-Krieger, komm her. Einen muss ich... Und los geht's. Jetzt renn doch! Was tut er denn? Renn! Oh fuck, schon werde ich gegrillt. Na gut, ein Schar... Wie viel ziehen die? 25. Das ist ja eigentlich nicht so viel. Das müsste ich ja eigentlich recht gut überstehen. Da sind die Ork-Elite-Krieger eben ein größeres Problem. Die schlagen auch mehrmals zu. Ach komm, so wie die Ork-Krieger hier. Die können ja gut kämpfen. Die können aber wirklich verdammt gut kämpfen. Ach scheiße, jetzt so sterbe ich auf jeden Fall. Ja, ich bin tot. Laden. Eine andere Strategie habe ich nicht, außer hau einfach drauf. So viele Spruchrollen habe ich jetzt hier auch nicht, die irgendwas nützen könnten. Ich habe es ja gerade im großen Feuersturm gesehen. Voll aufgefüllt, wie ich konnte und was bringt's überhaupt nichts. Scheiße, es sind sogar drei. Na, ihr verpisst euch gleich mal. Wow. Uiuiui. Also Biffe jetzt schon tot. Ach, ficken. Nicht von beiden Seiten. Jetzt habe ich gar keine Chance, wenn es so aussieht. Ja, toll. Den will ich gar nicht. Oh. Ah, ich habe einen von euch umgebracht, ihr Bastarde. Toll. Wenn ich so weitermache, werde ich es nicht schaffen. Ich werde am besten erstmal in die andere Richtung gehen. Vielleicht habe ich ja dort mehr Glück. Vielleicht sind dort nicht so viele und so starke Gegner auf einmal. Und ich frage mich eigentlich gerade selber, wo ich eigentlich noch hin muss, wenn ich das hier geschafft habe. Es gibt ja noch die ganzen Drachensnapper und Snapper, die ich zusammen mit Biff nicht erledigt habe. Die geben bestimmt noch einiges an Erfahrung. Huch, wo kommst du denn her? Ja, die geben bestimmt noch einiges an Erfahrung. Tja, da hast du mich nicht erwischt, was? Aber es sah schon cool aus gerade. Schöner Sprungwag. Leider hat der dich in nichts gebracht, im Gegenteil. Ich habe dir voll mein Schwert in die Fresse geschlagen, als du hingesprungen bist. Hugachaga. Okay, hier hat es noch Wargfälle. Also diese Orks sind ja wirklich Barbaren. Das sind ja ihre eigenen Hunde, die sie hier... denen sie hier das Fell abziehen. Tch. Ja, vielleicht sind die Warge ja auch in Altersschwäche gestorben und dann haben sie eben noch verwertet. Das ist doch auch ganz nett. So, hey Ork. Danke, dass du mich auch mal bemerkst. Ach, fick dich. Die Orks ziehen mir ganze 5 Lebenspunkte mittlerweile. Und so viel wie ich habe, können die mich, die können mich, glaube ich, 180 mal schlagen, bis ich überhaupt sterbe. Oder, ja doch, 180 könnte gut sein. Oder 160, keine Ahnung. Ja, eher 160. Naja, also kein Problem.
So, hier läuft das doch schon viel besser. Einer nach dem anderen fällt durch meine Klinge und meine Blitze. Und ich brauche trotzdem immer noch...